Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Obscure hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie es hier weitergeht in diesem Theater. Wir brauchen hier immer noch was, um diese Tür aufzuhalten. Und ich habe keine Ahnung, wo wir es herkriegen sollen, Leute. Aber das schaffen wir schon irgendwie, wie alles bis jetzt. Ich sehe auf jeden Fall, dass da hinten links noch irgendwie so eine Treppe gibt, die nach oben führt. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kommen wir so erstmal zum Vorführraum. Eingeknacke hier wieder. Mann, 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 Mann. Die schwer verdächtigen Bilder hier. Okay, sie geht auf. Nice. Ja, irgendwie ist das ein bisschen overpowered für die Viecher. Ich nehme mal hier die Keule. Klasse. Ah, habe ich doch einen abgekriegt. Stan! Mach doch mal einen vernünftigen Job. Oh, guck mal hier, so eine Latte. Komm, ey, ihr seid zu zweit, Leute. Ist doch gut für einen Fahrstuhl. Na, vielleicht ein bisschen lang. Ein Filmprojektor mit einer Filmrolle. Ja, mit einer Filmrolle? Ja, dann guck doch. Schalttafel für die Stromversorgung. Sehr schön. Ich schmeiß sie, glaube ich, einfach mal... die Filmrolle rein. Wo haben wir sie denn? Da. Kino-Session, Leute. Holt das Popcorn raus. Das Subjekt 37 oder sowas, ne? Das sieht aus wie so ein 1920-Horrorfilm. So ein Nosferatu. Phantom der Nacht. Es müssen noch so ein paar Texte eingeblendet werden zwischendurch. Ja, der ist mal irgendwie, sah nicht mehr so gesund aus. Ist das Knacken jetzt noch lauter geworden? Meine Fresse. Ich brauche die Maus nicht. Oh Mann. Das bei Sally Face klappt doch hier. So muss es sein. Ja, irgendwie habe ich mir jetzt hier aber auch ein wenig mehr erhofft. Zum Beispiel etwas, womit ich den Fahrstuhl offen halten kann. Sie guckt immer wieder zum Projektor auch hier. Das da. Haben wir das schon im Inventar? Aber nein, das hatte ich ja letztes Mal nicht alles ausprobiert. Sogar die alten Videokassetten. Steht denn da auf der Bühne? Ey, Stan! Stan! Steh nicht hier weg! Was ist das? Das ist das! Yeah! Ein Brett! Nice! Nur aber, einen Kuh können wir hier loslegen. Ja. Wir benutzen Brett mit Fahrstuhl. Bam. Jetzt schon Spannung drauf. Dann können wir hier hochgehen und den Fahrstuhl rufen. Und dann ist der Schacht unten frei.
Dann können wir da reinspringen. Dann haben wir es richtig geil geschafft, da. So. Sehr schön. Hier sieht es aber auch nicht ein, irgendwie zu despawnen oder sowas. Aber nicht, dass uns doch der Fahrstuhl auf den Kopf fällt. Ja, und die Sicherung rein. Jetzt kann dieser Fahrstuhl nicht mehr bewegt werden. Und ja, ich glaube, das war's. Also, rein da. Ja. Okay, ah, da ist eine Leiter an der Seite. Jo. Wie haben die das denn mitgekriegt? Errungenschaft freigeschaltet. Privatvorstellung. Ja, ein Glück habe ich die Sicherung reingeknallt. Oh nein, jetzt sitze ich hier fest. Ich? Hallo? Wir? Es sind 4 Leute, du Ego. Egomane, ne? 6 Speicherdisketten. Vielleicht war ich doch etwas geizig mit den Dingern, aber egal. Lieber haben als brauchen. Und das Spiel ist jetzt halb vorbei. Oh, eine kräftige Taschenlampe. Sehr schön. Warum siehst du eigentlich so scheiße aus, Shannon? Du hast die ganze Zeit noch nichts gemacht. Hast doch am Anfang ein bisschen gespielt. Reden bei diesem Tank hier. Gut am Baggeln, das Ding, ey. Ich beschwere mich auf jeden Fall noch beim Hausmeister. Ach, geht ja nicht, der ist ja auch tot. Kann ja nicht sein, man haut extra die Sicherung rein, damit genau das nicht passiert. Hätte ich auch einfach so reinklettern können, oder das wäre aufs Gleiche hinausgelaufen. So, schön. Ja, wir haben eigentlich noch gar nichts weiter gemacht. Ich brauche jetzt auch noch nicht abspeichern. Wo sind wir denn hier? Im Verwaltungsgebäude. Nein. Bin ich auf der Map. Ganz schön, auch der andere Tank wackelt so. Okay. Egal, wie geht es jetzt mal weiter, Sam? Wo sind wir? Woher soll Stan denn das wissen? Sind hier eklige Flecken auf dem Boden. Ungenatzt, ey. In bester Shooter-Manier. Schnauze da. Bin heute aggro. Oh, ein Energy Drink. Das war für ein Monster Sound. Meine Fresse, das war echt, glaube ich, das erste Spiel, was auf jeden Fall so eine zu viel überflüssige Geräusche drin hatte. Mit dem Spiel ging alles los, Leute. Immer mit Kopfhörer. Zug schön von links nach rechts. Gehen wir jetzt erstmal da lang oder da lang? Ich glaube, ich gewöhne mir das echt nochmal an eine Münze zu schmeißen. Was guckt denn da aus der Wand? Day of the Pentacle, Leute. Verdammt. Stan, langsam läuft's. Double Shot, wie abgesprochen. Aber hier geht's ja weiter. Hier ist so eine Tür.
Hier ist nichts mehr, okay. Ja, was heißt nichts mehr? Muni! Rotflintenmunition. Wie viel habe ich davon jetzt überhaupt? Okay, so viel ist es gar nicht. Ich habe auch auf jeden Fall gut viel in die Bootmodi reingepumpt. Aber dafür ist sie da. Jetzt erstmal wieder zurück und dann gehe ich den Gang, wo wir reingekommen sind, in die andere Richtung. Vielleicht ist hier auch nur eine Sackgasse, aber das würde ich auf jeden Fall scouten. Scouten, geil. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Tür. Boah, das hat mich schon immer bei diesen festen Camps so genervt, dass man nie sieht, was voreinkommt. Okay, Stan, komm, wir machen es so. Wir gehen erstmal in die hier. Die andere ist bestimmt eh abgeschlossen. Hier geht's nach unten. Was ist hier los? Hallo? Junge Frau, geht's Ihnen gut? Ja, wo ich spiele jetzt ein paar Teenies aus der Highschool. Hey, du alte Schachtel, geht's dir gut? Deine Tage sind eh bald gezählt, was gibt's zu heulen? Er ist furchtbar schwer. Stan! Hilf mir doch mal, Stan! Stan! Was ist denn das? Eine halbautomatische Schrotflinte für 7 Patronen. Cool, noch eine. Eine Notiz. Wenn du diesen Brief liest, wurdest du wahrscheinlich von Herbert Friedman eingesperrt, so wie ich. Na, ich bin eigentlich freiwillig hier. Ich bin gucken, was hier los ist. Ich komme hier nicht mehr heraus. Aber vielleicht hast du mehr Glück. Ich werde wohl schon bald als Versuchskaninchen enden, wie all die anderen Schüler. Wenn du wirklich herauskommst, findest du alle Beweise, die Friedman zu Fall bringen, in einem versteckten Safe im Studentenwohnheim. Suche nach... Verdammt! Also irgendwas lebt da drinne. Irgendwas schwer Asthmatisches. Nee, komm Stan, jetzt bist du dran. Pommes mit Mayo. Hallo? Also. Wieder am Zappeln. Oh nein, es mutiert. Das kommt jetzt episches. Muss jetzt doch an Stranger Things denken? Ist ja ordentlich in sich. Jetzt weiß ich ja, dass es da ist. Also ich spiele bis dorthin natürlich nochmal und dann versuche ich es mit der Schrotflinte, würde ich sagen. Wir haben extra eine zweite Schrotflinte gefunden. Beide können eine haben. Bum, 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 weg das Viech. Bis gleich. So, da wären wir doch auch schon wieder. Oh, nur ein Augenblick gedauert. Ich habe jetzt aber echt auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt angelegt dort, direkt nach der Fahrstuhl-Action. Heute gönne ich mir mal 2 Speicherdisks.
Dann beide auch direkt eine Shotgun ausgerüstet. Das ist auch echt auf engstem Raum dort. Bruder. Vielleicht macht das auch mehr Sinn, wenn einer hier draußen wartet, man das Viech triggert, direkt rausrennt. Und dass man sich dann hier regroupen kann. Okay, ich bleib hier. Es ist einfach furchtbar eng hier. Oder doch hier drinnen gleich auf dem engen Raum mit den Schrotflinten in die Mangel nehmen. Okay, ich gehe mit dir. Ist jetzt die Frage, ich probiere es jetzt erstmal nochmal mit Stan zusammen. Einmal schon. Was geht denn bei dem Viech, ey? Diesmal versuche ich die andere Taktik. Ashley. Gut, ich bleib hier. Bleib hier. Stan, geht mal vor, er ist der Man. Dann versuche ich ihm hier bestenfalls einen mitzugeben. Direkt hier rauszurennen. Hier ist dann Ashley. Und hier können wir den Attacken von den Viechern auch ein bisschen besser ausweichen. Alles nur eine Sache der Taktik, würde ich sagen. Okay. Der Lauch liegt auch am Boden. Ist denn jetzt hier noch in der Zelle von dem? Leuchtgranate, oh, ich dachte gerade, MK51, ey, MXK, klingt voll geil, ey. Aber da steht auch Flash. Wenn ich... So eine Kette. Komm ich nicht von hier? Ja. Aber jetzt heult hier auch keine Frau mehr. Also außer die, die hier gerade viel zu laut singt für meine Verhältnisse. Kommt er nicht mit? Dann mal. Okay, ich folge dir. Ja, das war wohl echt so eine optionale Ecke hier, ne? Oh mein Gott! Hab hier was für dich! Ach du Scheiße, noch so einer! Die muss er mir noch mitgeben, im Ernst? Nein! Das waren zwei! Standardgegner jetzt hier oder was? Ich meine, die one-hitten mich fast. Ich hatte volle Lebensenergie. Jetzt halte ich mir hier die Seite. Und ich hatte mir vor dem letzten Kampf schon einen Energy Drink gegönnt fürs Ashley und einen Medipack für Stan.
damit ich auf jeden Fall voll reingehe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ich doch nicht bringen, ey. Ja, was? Jetzt kann's rund gehen. Was soll ich machen, Leute? Ich kann auch hier nicht so fast tot durch die Gegend kriechen und jeder noch so kleine Creep one-hittet mich dann. So, was geht bei der Tür? Nee, sie ist nicht verschlossen. Ja, genau, ey, Leute, ey. Noch so einer. Mich juckt so in den Fingern nochmal abzuspeichern. Ich meine, das ist natürlich wiederum bei modernen Games auch teilweise zu einfach, weil man jederzeit speichern kann. Das nimmt die Challenge irgendwie raus aus der ganzen Sache, aber auch viel Frust, ne? Viel Frust, wenn man alles doppelt und dreifach machen muss. Oh Mann, ey, das ist so risky, da jetzt reinzurennen. Aber da hinten sind ganz ja auch noch was zusammen. Aber es wäre, das ist Blödsinn. Ey, komm jetzt, Mitchell, komm, reiß dich zusammen. Nur so ein Creep. Ah, meine Schrotmuni nimmt auch rapide ab bei denen. Und Stan bleibt auf Pistole. Huh, komm, gib mir, gib mir. Du schaffst es, Sir. Easy. Nicht mal mir Sorgen. Gibt's hier. 18. Januar 1903. Lennart. Scheint die Therapie recht gut anzunehmen. Keine besonderen Symptome. 24. März 1903. Nach wenigen Tagen ist seine Haut mit Melanom bedeckt. Die Tumore bilden nicht viele Metastasen, aber ihre große Anzahl führt zu einer Verschlechterung seines Allgemeinzustands. 30. März 1903. Die Überempfindlichkeit der Haut auf UV-Strahlung und die ersten Schädigungen daraus ähneln Xeroderma pigmentosum, einer ererbten Krankheit. Diese Erkrankung entsteht durch eine Mutation des Gens, das von Hautkrebs schützt. Theoretisch ist diese Krankheit jedoch erblich. Kann jetzt mal diese Mucke im Hintergrund aufhören? 18. April 1903. Von nun an wird Lennart sich in der Sonne schützen. Aber der Schaden ist angerichtet. Die Lichtstrahlen haben eine akute Reaktion mit Mortifilia-Gen ausgelöst. Das wir in seinen Körper eingebracht haben. Das haben wir nicht vorhergesehen, weil unsere anderen Versuchskaninchen bislang immer in den Käfigen geblieben sind. Derzeit durchläuft die gesamte Oberfläche von Lennarts Haut immense Mutationen. 25. Mai 1903. Die Mutation scheint sich zu verlangsamen. Sie sind allerdings schlichtweg unglaublich. Und ich frage mich, wie er in diesem Zustand überhaupt überleben kann. Die Wunden sind mit Schorf bedeckt, der wohl nicht abfallen wird. Der Schorf sieht aus wie Baumrinde. Die Schäden in seinen Knochen und an seinem Stoffwechsel sind wohl irreversibel. Am stärksten sind die Schläfenlappen und die oberen Gliedmaßen betroffen. 30. Juni 1904. Sein Zustand hat sich stabilisiert. Seine geistige Verfassung macht mir ebenso Sorgen wie sein Aussehen, falls man das in diesem Fall noch als menschliches Aussehen bezeichnen kann. Seine einzige Hoffnung auf Heilung besteht darin, neue Versuchskaninchen zu finden, die dasselbe durchgemacht haben wie er, und an ihnen dann eine Therapie zu testen, mit der das Gen ausgemerzt und der ursprüngliche Zustand des Subjekts wiederhergestellt wird. 24. September 1926. Die Forschungsarbeiten sind äußerst langwierig. Ich werde nicht lange genug leben, um mein Ziel zu erreichen.
Außer ich injiziere. Mir selbst das Mittel. Und halte mich so lange verborgen, bis das Gegenmittel entdeckt wird. Ist er das hier? Auf jeden Fall ist das ein Erste-Hilfe-Paket. Ja, nice. Ich hätte auch gerne mal eine Map für diese Etage. Für den Keller hier. Jetzt habe ich ja noch keine gesehen oder ich habe sie übersehen. Ich finde es sah, dass man diese Tür nicht von Hand öffnen kann. Gibt so Türen halt, ne? Ein OP-Tisch. Das macht mir eine Gänsehaut. Wir brauchen etwas, um den Mechanismus zu aktivieren. Ah, hier ist so ein leeres Hebel. Wir brauchen, natürlich brauchen wir einen Hebel. Okay. Wenn wir die gerade Schlüssel suchen, suchen wir natürlich nach Hebeln und Sicherungen. Aber ich glaube, das machen wir auch im nächsten Video. Jede Menge Bücher. Sieht ja auch fast aus, als hätte dieser Schrank da auch so einen Mechanismus. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt hier nicht weiter mit der Schrotarm auflaufen. Hey. Hat mich gut Muni gekostet, der Keller, bis zu diesem Zeitpunkt. Also, ich hoffe, wir finden hier gleich noch einen dicken Jackpot. Das wäre auf jeden Fall derbe angenehm nach den ganzen Kämpfen hier. Erst die dicke Brutmutti, jetzt auf einmal eine Reihe von diesen Viechern, wo mir der erste vorkam wie so ein Bossfight und auf einmal kommen da 5 Stück hintereinander von. Ich meine, letzten Endes haben sie alle schnell gelegen. Stan hat den einen dort schnell mit der Pistole umgeballert, wo ich mich mal geschnallt hatte, dass überhaupt 2 im Gang waren. Ja, ich speichere jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal ab und beende das Video. Ups, nein, nicht auf Escape. Wir nehmen hier eine Speicherdisk. Ich hab alles. So. Das wäre es auf jeden Fall gewesen für dieses Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dass wir uns dann auch zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, ne? Ciao.